Willkommen zurück in Crackmeyers Küche. Dieser Mince-Pie kann gleich in den Ofen. Fehlt nur noch eine kleine Prise Zimt. Und wenn wir schon dabei sind, stellen wir uns der Zimt-Challenge. Okay, Peter, wir kennen alle die Internetvideos, das lassen wir. Ich habe was anderes gemeint. Es ging mir um eine bestimmte Kochtechnik. Die Zutaten für einen Mince-Pie lassen sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen, als europäische Kreuzfahrer Rezepte aus dem Mittleren Osten mitbrachten mit Fleisch, Früchten und... Oh, der Wahnsinn, Gewürzen! Ich verwende Gewürznelken. Der Mince-Pie wird in England traditionell an Weihnachten serviert. Aber ehrlich gesagt habe ich nichts gegen einen Mince-Pie im Sommer einzuwenden. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Mince-Pie. Unsere Nachbarin Miss Morin brachte ihn eines Nachmittags mit. Ich hatte auf ihr Haus aufgepasst, während sie ihre Tante in Vernon besuchte und sie wollte mir danken. Und es war eine Geschmacksexplosion. Hast du es jetzt? Ja. Ich fordere eine Revanche, Zimt.